noch seine Stimme abgeben will, rennt bitte zu einer der Urnen. Ich sehe niemanden in Bewegung. Damit endet der Wahlgang in 3, 2, 1. Der Wahlgang ist geschlossen. Also würden wir jetzt zu dem stellvertretenden Schatzmeister kommen. Und das würde bedeuten, dass die Kandidaten sich dafür vorstellen können. Um sich vorzustellen, müsste man den Weg zur Bühne bestreiten. Ich sehe, da kommt jemand. Mit der Ruhe, wir fragen noch zweimal. Ich weiß zwar, dass es wohl keine gibt, ne? Aber es kann ja sein, dass jemand noch spontan kandidieren will und man muss den Leuten ja die Möglichkeit geben. So, dann frage ich jetzt nochmal, gibt es weitere Kandidaten für den stellvertretenden Schatzmeister? Wenn ich jetzt keine wild wedelnden Hände und Arme sehe, dann würde ich mit der Vorstellung, alles klar, habe ich gesehen, kommst du trotzdem mal vorne, alles klar. Dann beginnen wir trotzdem schon mal mit der Vorstellung. Ja. Hallo, ich bin Dorothea Beinlich, genannt auch Dorle, vom KV Traunstein. Bin seit einem Jahr in der Piratenpartei und im KV Traunstein auch im Vorstand, im Schatzmeister. Das wäre dann auch noch eine Frage zu klären, ob das ein Problem ist, dass ich da Schatzmeister bleibe, wenn ich stellvertretender Schatzmeister werden würde, jetzt im LV. Wie ich zu der Piratenpartei gekommen bin, ich habe die Piraten in Mühldorf am Infostand kennengelernt und das hat mir irgendwie so gefallen. Ich habe dann auch viele Stammtische besucht, Demos und andere Veranstaltungen von Piraten. Was ich so faszinierend auch finde, dass es die Piraten weltweit gibt und nicht bloß jetzt in Deutschland. Und der Geldpirat hat mich letzte Woche angerufen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich hatte auch schon mal mit ihm darüber gesprochen, eben, dass das ja auch sehr viel Arbeit ist und ich ihn da gerne unterstützen würde. Und ja, das war es dann eigentlich von meiner Seite, von der Vorstellung. Wenn ihr noch Fragen habt. Ja, nee, wir lassen ihn Roland jetzt erstmal noch vorstellen und dann machen wir die Fragerunde gemeinsam. Ne? Roland, du bist dran, bitteschön. Ja, hallo, es ist im Prinzip nichts anderes wie vorher auch. Vielleicht noch der kurze Hinweis zu den Barabhebungen. Wäre da irgendwas dran, hätten wir bei unserem herzlichen Verhältnis mit Sicherheit die Situation, dass schon lange eine Anzeige gestellt worden wäre. Das wollte ich nochmal korrigieren. Ansonsten, beruflich habe ich auch mit Sage zu tun, das heißt, da hätte ich ganz klar Vorteile. Im Übrigen muss ich sagen, der Klaus, mit dem könnte man sicher gut zusammenarbeiten. Aber er macht seinen Job an und für sich ganz gut, bis auf den Haushaltsplan, und da könnte ich ihn dann sicher gut dabei unterstützen, dass der mal endlich fertig wird. Danke. Okay, damit ist dann die Fragerunde eröffnet. Die Menschen, die Fragen haben, dürfen sich zum Mikrofon begeben. Die Mikrofone stehen immer noch da, wo sie auch vorher gestanden haben. Und wir fangen einfach mal an. Gut, ich hätte eine Frage an die Dorle. Dorle, du bist da bei mir im Bezirk. Du machst die Kasse im KV Traunstein,
Du bist in diversen Bürgerinitiativen sehr aktiv und ich finde es gut, dass du jetzt noch stellvertretende Landesschatzmeisterin machst. Bist du damit auch mit zufrieden? Ist das das, was du willst? Wirst du dich weiterhin so aktiv einbringen und das so toll erledigen? War das jetzt eine Frage? Ja, okay. Genau. Also eigentlich stehe ich jetzt fast schon umsonst da. Ich wollte nämlich ähnlich auch wieder Dietmar jetzt einfach mal fragen, ob du die Arbeit, die du im KV Traunstein momentan so zuverlässig, sehr engagiert, sehr freundschaftlich erledigst, ob du das weiterhin so machst. Und wir werden uns zumindest mit Traunsteiner für die Kunde reden, wahnsinnig freuen, wenn du uns auch auf Landesebene vertreten darfst, weil du machst einfach eine wahnsinnig ordentliche Arbeit. Okay, danke, mache ich. Dorle, ich kenne dich nicht. Du triffst politische Entscheidungen mit, also stimmst mit ab. Dietmar hat gesagt, Bürgerinitiativen, welche und wie ist deine politische Richtung allgemein, jetzt gerade bei den Piraten zum Beispiel Kerni oder Programmerweiterung? Ganz grob. Bürgerinitiative bin ich im Raum Mühldorf bei der Initiative gegen TTIP und habe da auch mit organisiert. Die haben jetzt eine Unterschriftensammlung gemacht mit 3.000 oder 4.000 sogar Unterschriften, haben die mit dem Fahrrad nach Brüssel gefahren, haben die diese Woche übergeben im Europaparlament und da habe ich bei der Organisation auch mitgemacht. Ja. Und also ich finde jetzt eher als Schatzmeister die politischen Themen, also ich bin jetzt politisch, stehe ich voll hinter der Piratenpartei, hinter dem ganzen Programm, aber der Schatzmeister kümmert sich mehr um das Budget, um das Geld und die ganze Verwaltung und die politischen Themen würde ich den anderen Vorständen eher überlassen. Okay. Von mir eine Frage an Roland. Wofür hast du die 850 Euro abgehoben und wo sind die Belege? Also das habe ich ja vorher schon beantwortet. Das waren so Kabelbinder, Leim, Plakate, alles mögliche. Gemischter Klaus hat die Aufstellung. So, und noch eine Frage an Dorle. Habe ich das richtig verstanden? Der Klaus hat sich dich als stellvertretenden Schatzmeister gewünscht? Richtig, ja. Perfekt, dann weiß ich eh schon, wie die wählen muss. Okay, danke. Weitere Fragen an die Kandidaten? Dann würde ich die Wahlleitung bitten zu übernehmen. Die wird sicherlich hier irgendwo in der Nähe sein, der Bühne. Die wusste ja, dass gleich wieder eine Wahl stattfindet. Ja, das sage ich ja. Das war auch ernst gemeint. Vielen Dank dafür. Wir brauchen kurz eine Minute, aber länger wird es nicht dauern. Ich unterbreche nicht. Wir machen einfach Zeugs hier vorne. Wir haben ein Ergebnis für unseren politischen Geschäftsführer. Es wurden abgegeben 98 Stimmen, davon waren 97 Stimmen gültig. Mit Ja stimmten 86, mit Nein 8, Enthaltungen 3. Damit ist Olaf zum politischen Geschäftsführer gewählt. Lieber Olaf, nimmst du die Wahl an? Danke, ja. Ich habe einen Nachsatz, bitte. Ich bin noch politischer Geschäftsführer für den K
Kreisverband Rosenheim. Das darf ich kurz erläutern. Wir sind ein sehr guter, kollegial arbeitender Kreisverband. Das heißt also, der Vorstand teilt seine Aufgaben. Ich bitte hier um ein Votum, ob ich dieses Amt weiterführen kann. Danke. Ja, das sind lauter Ja-Stimmen. Gibt es eine Gegenstimme oder Gegenstimmen? Dann die jetzt so hochhalten. Ich kann dir sagen, du darfst das weitermachen. Jede Menge Arbeit wartet auf dich. Vielen Dank. Danke. So, bevor wir jetzt wählen, möchte ich bitte noch einmal kurz eure Aufmerksamkeit, damit wir jetzt auch nicht wieder durcheinander kommen. Also, wir haben jetzt den Wahlgang Nummer 10, gelber Stimmzettel. Zweitens, wir haben jetzt mehr als einen Bewerber, das heißt, wir wenden wieder jetzt das Verfahren Wahl durch Zustimmung an. Das bedeutet, ihr könnt beiden Bewerbern, wie sie da stehen, entweder ein Kreuz geben oder kein Kreuz geben. Das heißt, ihr könnt bis zu zwei Kreuze machen, aber nur eines pro Kandidat. Wer einen leeren Stimmzettel abgibt, sagt bei Wahl durch Zustimmung, dass er beide Bewerber ablehnt. Ja? Ein leerer Stimmzettel ist jetzt wieder eine Ablehnung beider Bewerber. Ja? Wer sich komplett enthalten möchte, muss seinen Stimmzettel zu Origami verarbeiten. Und bis hübsch sein. Ja, dass das klar ist. So, jetzt glaube ich, da fehlt ein Wahlhelfer, oder? Seid jetzt, genau. Mal schauen. Lieber Wahlhelfer, ich weiß, ich verlange viel von euch. Schauen wir noch mal kurz. Hier seid zu zweit? Ihr seid zu zweit. Spinni, du hast? Spinni hat einen Partner, du brauchst noch einen? Genau, ihr seid und ihr seid. So, ist jede Urne mit zwei Mann besetzt? Wunderbar. Dann, liebe Wahlhelfer, bitte jetzt die leeren Urnen präsentieren. Bitte jetzt die Urnen verschließen. Und damit ist der Wahlgang Nummer 10 eröffnet. Ja, ein Tempo heute hier. Okay, denn wir schaffen wahrscheinlich alle Wahlen heute. Wir haben es zwar, ich kann mich noch erinnern, dass wir es einmal nicht geschafft haben, den Landespartei und den Bezirkspartei durchzuziehen. Aber das haben wir doch im Ordnung auch geschafft. Da wird es aber später. Der Bezirkspartei war sehr kurz und wir haben den unbedingt abgebaut. Wir müssen uns ganz schnell zusammen und haben abgestimmt. Das war legendär. Ich kann mich noch erinnern, da stand plötzlich irgendwie schlecht da und wir sprachen den Rednerpult. Da plötzlich das Mikro leer, da kam jemand und hat mich weggenommen. Wahrscheinlich so, oder? Das war. Nee, ja, das läuft gut.
Mach. Ich halte nur, ich versuche nur, wirklich zu behalten, wo gewählt wird. So, vorne an der parlamentarischen Rechten ist eine freie Urne. An der parlamentarischen Linken vorne auch. Ist die hintere Urne fertig? Wo ist die? Wird da hinten noch gewählt oder? David? Ja, hier vorne, die beiden Urnen sind frei. Da an der Seite auch, ja, genau. Also hier zur parlamentarischen Rechten, sowohl vorne als auch hinten, könnte jetzt noch laufen. Ja. So. Also, ich sehe keine Wahlhandlung mehr. Wer jetzt noch wählen will, rennt jetzt sofort los. Ich sehe niemanden in Bewegung. Dann schließt dieser Wahlgang in 3, 2, 1. Der Wahlgang ist geschlossen. So, wir kommen jetzt zu der Vorstellung des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Das heißt also, ich bitte die Kandidaten, die sich auf den Posten des stellvertretenden politischen Geschäftsführers bewerben, sich zur Bühne zu begeben, um sich vorzustellen und dem Plenum zu stellen. Möchte noch jemand? Also wie gesagt, zum Kandidieren schon erforderlich, mal ein bisschen nach vorne zu kommen. Ansonsten würden wir jetzt mit den Vorstellungen langsam beginnen. Ja gut, dann beginnen wir jetzt mit den Vorstellungen. Ihr habt das Wort, ihr wisst ja, wie es geht, also leistet es. So, hallo Piraten, ich schon wieder. Ja, ich hatte jetzt schon zweimal Gelegenheit, Worte an euch zu richten, muss dem nicht mehr allzu viel hinzufügen. Ich denke, ich habe im letzten Jahr mit dem Olaf sehr gut zusammengearbeitet im Presseteam. Unabhängig jetzt davon, wie das heutige Wahlergebnis von euch sein wird, werde ich das, denke ich, auch weiterhin tun. Ob jetzt als Beauftragter oder als helfende Hand, das spielt jetzt keine Rolle. Ich halte es kurz, der Abend ist fortgeschritten. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die danach noch stellen. Danke.
So, ich habe zwar vorhin klar gesagt, ich will nicht kandidieren, bin aber gebeten worden, doch nochmal hoch zu jumpen. Mache ich jetzt stellvertretender politischer Geschäftsführer. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke, dass dieses Amt ja, ein wichtiges ist. Also wir haben strategisch unwahrscheinlich viel zu machen, viel zu planen. Und ich glaube, ich kann das. Wenn es Fragen gibt, fragt. Ja, wir kommen zu den Fragen. Ton? Ah ja. Klaus, ich habe eine Frage an dich. Gerne. Klaus, kannst du komplexe Sachverhalte auch so erklären, dass es nicht nur Soziologen verstehen? ja, vielleicht. Ich glaube schon, ja. Kollegin. Dirk? Bitte? Okay, danke. Also es macht Dirk dann oder so, keine Ahnung. Ich habe eine Frage an Klaus und zwar, ich habe diese Krankheit auch mir sehr hart abtrainieren müssen und zwar das Ärm in den vielen Sätzen ist Ärm ziemlich, halt doof. Ne? Und genau deswegen, weil du das gerade vorhin irgendwie 7, 8 Mal in deinem Satz verwendet hast, dieses Ärm, wirst du da an dir arbeiten oder nicht? Ja, wenn es nur am M liegt, ich glaube, das kann man rausschneiden irgendwann mal. Hi, ich schon wieder. Ja, ihr bewerbt euch auf das Amt des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Ich nehme an, ihr habt eine Vorstellung davon, was da zu tun wäre. Ich hätte 3 wichtige Punkte, die ihr in diesem Amt erledigen wollt. Punkt 1, Olaf unterstützen. Punkt 2, Olaf unterstützen. Punkt 3, Olaf unterstützen. Nein, jetzt ernsthaft, die Aufgaben und Tätigkeiten, denke ich, wird der kommende Vorstand über seine GO regeln. Und dann werde ich sehen, wie weit ich das Team unterstützen kann. Ich denke, einer der Punkte wird auch die Pressearbeit sein. Die habe ich klein wenig gemacht. Insofern wird es, denke ich, bei den Aufgaben auch dann bleiben. Danke. Schwerpunktmäßig politische Bildung, schwerpunktmäßig Strategie. Das sind meine 2 Themen. Nächster Punkt, Olaf unterstützen, ja, und dass wir den Laden nach vorne bringen. Sind noch Fragen an die Kandidaten? Gut, dann melden wir hiermit die Vorstellung des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Wir sind noch im Auszählvorgang. Und ich finde, dass eine weitere Vorstellung dazwischen zu schieben blöd ist. Deswegen unterbreche ich, bis die Wahlleitung ein Ergebnis hat und weitermachen kann. Alles klar, ihr könnt also alle einen rauchen gehen.
Weil wir ja gerade in einer Unterbrechung sind, finde ich, es ist angebracht, dass wir einen Riesenapplaus unseren Wahlhelfern, die gerade durchgehend, stundenlang durchgehend für den Parteitag eine immense Arbeit leisten. Ich bedanke mich auch recht herzlich dafür. Dieses schnelle Tempo wäre gar nicht möglich, wenn die nicht bereit wären, auf so viel von dem Parteitag zu verzichten und auch nicht rauchen, nicht essen und nicht trinken. Und deswegen werden wir nach der Verkündung des Ergebnisses eine Unterbrechung bis um 10 nach 6 machen, damit die eine 15-minütige Pause haben, bevor es weitergeht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, denn das haben sie sich ordentlich verdient. So, der Wahlleiter hat, die Wahlleitung hat das Wort. So, wir haben ein Ergebnis für den Wahlgang 10. Und zwar war das stellvertretender politischer Geschäftsführer. Na Quatsch, sehe ich hier falsch auf dem Bildschirm. Stellvertretender Schatzmeister oder Schatzmeisterin. Es wurden abgegeben 105 Stimmen. Davon waren 104 Stimmen gültig. Und es entfielen auf Kandidatin Nummer 1, Dorothea, 96 Stimmen. Und auf den Kandidaten 2, Roland, 9 Stimmen. Dorothea, näherst du dich bitte einem Mikro? Liebe Dorothea, nimmst du die Wahl an? Mach dir mal das Mikro auf, bitte. Kannst auch zu mir kommen, kein Problem. Ist auf, ist auf. Jetzt komm zu mir. Dann kann ich dir gleich gratulieren. Ja. Und vielen Dank für die Pause, wir können sie gut brauchen. So, wie angekündigt, wir unterbrechen bis um 10 nach 6. Ihr dürft euch alle um 10 nach 6 hier wieder einfinden. Es wird in dem zügigen Tempo weitergehen. Die Beisitzer sind dann dran, die können sich also dann 10 nach 6 auf die Bühne schon begeben. Die Kandidaten dafür, dass wir dann auch weitermachen können. Vielen Dank, bis gleich. Ja, wir müssen noch die Ämterkumulation machen. Bitte mach. Ja, das kann der Versammlungsleiter machen, das ist vollkommen egal. Die Versammlung muss das bestimmen. Genau, ihr müsst mal zuhören. Wir müssen jetzt mal, sie wird kurz ihre beiden, nee, nicht unterbrechen, während ich rede, dankeschön. Ihr werdet jetzt mal kurz zuhören. Es gibt zwei Ämter, die zu kumulieren sind. Bitteschön. Ich habe momentan auch das Amt des Schatzmeisters im KV Traunstein. Ja. Und jetzt eben des stellvertretenden Schatzmeisters im LV. Seid ihr damit einverstanden? Schaut gut aus, danke.
Ich wieder eröffne hiermit den Landesparteitag und mache darauf aufmerksam, dass das natürlich falsch war, was wir getan haben. Es ist schön, dass wir uns alle einig sind. Trotzdem werden keine Beschlüsse gefasst, während der Parteitag unterbrochen ist. Das war ein Fehler meinerseits. Deswegen mache ich das jetzt von hier oben. Die Ämterkumulation für die Dorle, für die Dorothea, ist richtig, ne? Die müssten wir jetzt nochmal durchführen, damit der Formalakt Genüge getan wird. Wer ist dafür, dass die Ämterkumulation zulässig ist? Oder erlaubt, danke. Dagegen? Alles klar, jetzt haben wir einen ordentlichen Parteitagsbeschluss. Du darfst das machen. Ich gratuliere dir, auch du hast einen Haufen Arbeit. Die Wahlleitung möchte weitermachen und sie darf. Liebe Wahlhelfer, bitte wieder zu euren Urnen. Gibt es noch Wahlhelfer? Dann schnappt euch bitte eure Partner und eure Urnen. Wirfst du mir bitte mal die nächste Wahl auf den Beamer? Frag. Kann ich mein Mikro bitte? Ja. Mikro. Okay, ich sag's so. Was würde passieren, wenn keiner der beiden Kandidaten über 50% kommt? Und wie funktioniert das? Gute Frage. Das ist gut. Also, grundsätzlich erstmal, dann ist natürlich keiner von beiden gewählt. Jetzt ist dieses Amt ein optionales Amt. Das heißt, also grundsätzlich nach Geschäftsordnung müssten wir dann einen weiteren Wahlgang machen, um jemanden zu wählen. Außer natürlich, die Versammlung entschließt sich, das ist ihr gutes Recht, dann auf die Wahl dieses Posten zu verzichten. Dann müsste halt jemand einen Antrag stellen, das auf die Tagesordnung zu setzen. So, wir kommen also zum Wahlgang Nummer 11, zur Wahl des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Bitte verwendet dafür den roten Stimmzettel Nummer 11. Und wie ihr es mittlerweile ja schon kennt, kreuzt er entweder Wahlvorschlag 1 an oder Wahlvorschlag 2 oder beide oder keine. So, liebe Wahlhelfer, präsentiert die leeren Urnen. Vielen Dank, bitte die Urnen verschließen. Ich erkläre hiermit den 11. Wahlgang für eröffnet. Das ist deine persönliche Entscheidung, ja? Das kann ich, die kann ich dir leider nicht abnehmen. Ja? Wahlentscheidungen. Ich muss mich beim Wahlleiter beschweren, wenn das jemand macht, ja?
Die beiden vorderen Urnen sind frei. Wer noch wählen will, geht bitte zu den beiden vorderen Urnen. Auch hier in der parlamentarischen Linken ist auch die mittlere Urne frei. Findet noch eine Wahlhandlung statt. Die beiden vorderen Urnen wären gerade frei. Der könnte jetzt noch mal. Sebastian, bleibst du bitte vorne mit der Position. Mike darf nicht. Gut. Ich darf nicht wählen. Findet an der hinteren Urne gerade noch eine Wahlhandlung statt oder seid ihr fertig? Okay. Ihr seid auch fertig? Okay, es findet gerade keine Wahlhandlung mehr statt. Wer jetzt noch wählen will, rennt jetzt. Ich sehe niemanden in Bewegung. Da hinten? Ja. So, Anlauf Nummer 2, es findet keine Wahlhandlung mehr statt. Wenn sich jetzt niemand mehr deutlich sichtbar zu den Urnen bewegt, schließe ich den Wahlgang in 3, 2, 1. Der Wahlgang ist geschlossen. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte ja darum gebeten, dass sich die Kandidaten für die Beisitzer vorne an der Bühne einfinden. Da steht ja keiner. Irgendwie fühle ich mich nicht ernst genommen. Es bewegen sich Menschen. Toll. Noch mehr Kandidaten, der zweite Aufruf. Wir suchen Kandidaten für die Beisitzer.
Darf ich mal die beiden Kandidaten für den stellvertretenden Poljew zu mir bitten? Ich bitte die beiden Kandidaten für den stellvertretenden Poljew zu mir. Zu mir auf die Bühne, von oben rauf, genau zu mir. Beide Kandidaten bitte. Beide. Nein. Ich wollte nur mal ganz kurz abklären, ob vielleicht einer der beiden Kandidaten noch als Beisitzer kandidieren würde, aber da Sie das nicht wollen und da gerade ausgezählt wird, dürfen wir jetzt mit den Vorstellungen starten. Ich bitte. Huhu. Ja, ich war gerade vorher schon da. Ich habe gesagt, falls ich nicht als Gänse gewählt werde, werde ich dann für den Beisitz antreten. Da ich jetzt kein Mensch großer Reden bin, würde ich sagen, das meiste kommt Ihnen in Fragen. Ich sehe meine Hauptaufgabe dann, wenn ich in den Beisitz gewählt werde, Thomas im Gänseck-Bereich zu unterstützen und was sonst noch so anfällt, das machen wir dann in der konstituierenden Sitzung aus. Das war's von mir soweit. Alles andere in den Fragen dann bitte. Ja, ich war heute schon mal hier und irgendwie habe ich den Eindruck, ich kann mir diese Rede in die Haare schmieren. Weil ihr habt jetzt die Wahl zwischen uns beiden. Es ist etwas unruhig und die Kandidatin wird nicht von allen verstanden, zum Beispiel von mir, was ich schade finde. Deswegen schenkt ihr doch Aufmerksamkeit. Dankeschön. Verstehst mich nicht. Ja, verstehen tue ich dich schon, aber ich höre dich nicht. Okay. Ich würde im Prinzip genau das Gleiche nochmal machen, was ich jetzt auch gemacht habe. Allgemein schwatzt mir meine Partei zu viel, das meinte ich jetzt nicht hier, sondern überall, genau. Also ich würde lieber gerne Politik begreifbar machen. Der Bernd hat den 3D-Drucker mitgebracht und das sind die Dinge, über die ich mich gerne unterhalten würde. Nicht über das, was war, sondern lasst uns da zurückkehren und ein bisschen experimentieren. Und wie gesagt, ihr habt bisher geile Leute reingewählt und ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst gehabt vor diesem Parteitag, was passieren würde, und aber ich sehe, ihr seid so gut drauf, von daher, das war's. Fragen an die Kandidaten, bitteschön. Und auch die anderen können sich schon zum Mikrofon begeben. Ich habe an jeden Kandidaten, beziehungsweise den Kandidaten und die Kandidatin eine Frage. Benni, ich kenne dich als sehr engagierten und motivierten Piraten, der bereits Erfahrung auf Bezirksebene hat. Denkst du kommst zum Landesvorstand klar? Natürlich. Danke dir. Marion. Ich kenne dich als wirklich sehr engagierte Piratin, die in der Lage ist, rechtzeitig einmal Stopp zu rufen und Leute zur Ordnung zu rufen, die erkennt, wo Dinge fehlen und sie einfach mal angeht. Wirst du so weitermachen und auch wenn ich jetzt riskiere, weiterhin DMs zu bekommen, wenn ich was falsch mache, machst du bitte so weiter? Ich mache so weiter und ihr werdet auch weiter DMs von mir bekommen. Das sind jetzt keine OMs, bitte nicht verwechseln. Das sind die DMs auf Twitter. Und dass ihr nicht wisst, was das bedeutet, hängt damit, weil ich möchte auch nicht, dass es öffentlich ist. Ich finde, als Team, man muss in der Lage sein, sich auch mal zurückpfeifen zu lassen, wenn man in die Irre läuft. Und deswegen, wenn dann einer mal so sich verirrt auf Twitter, dann schicke ich da mal eine DM und frage da, muss denn das jetzt so sein? Darf ich dich zurückpfeifen? Und das ist der Hintergrund dieser angeblich so gefürchteten DMs. Ich habe eine Frage an beide.
obwohl ich jetzt am Kontramikrofon stehe, findet ihr es gut, dass ich euch wählen werde? Willst du eine ehrliche oder eine freundliche Antwort? Nein, ich finde es gut, wenn du mich wählen würdest. Ich hatte auch zwischenzeitlich das Projekt Freizeit im Kopf, aber... Was? Vergiss es. Achso, ich wollte noch kurz sagen, ich habe mir ein neues Handy gekauft und ich habe mir eine orange Hülle dazu geholt. Und das nicht, weil ich zu diesen Hare Krishnas will, sondern weil ich an diese Partei glaube. Und das tun wir bitte jetzt alle, ja? Marion, wenn du Fremdwörter benutzt, darf ich auch darum bitten, dass du sie erklärst. Da war gerade Freizeit. Wir sind uns nicht sicher. Ja, es hängt mit F an und irgendwas, ich weiß auch nicht. Dankeschön. Ja, zu dieser Freizeit wollte ich eigentlich noch was sagen. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du dir bewusst bist, dass du in dieser Freizeit ohnehin nur von total rücksichtslosen Parteimitgliedern gnadenlos abgefüllt wirst und daher lieber mal weiterhin im Landesvorstand machst. Ich weiß nicht, warum diese Partei mich immer unter Alkohol gesetzt, aber ja. Ich sorge da ab dafür. Krieg mal. So, sind denn noch weitere Fragen an die Kandidaten? Also so Fragen oder... Nee, die geht dran vorbei, sehr gut, danke. Das heißt also, wir sind damit fertig. Die Wahlleitung hat euch was zu sagen, ne? Und ihr habt ja Dinge, die da kommen werden. Okay. Wir haben ein Ergebnis zur Wahl des stellvertretenden politischen Geschäftsführers. Insgesamt wurden 93 Stimmen abgegeben. Alle 93 Stimmen waren gültig. Ein Mega-Flausch an eure Konzentration und Aufmerksamkeit. Davon wurden abgegeben für Kandidat Nummer 1 David 68 Stimmen und für Kandidat 2 Klaus 21 Stimmen. Lieber David, nimmst du die Wahl an? Tudut, jetzt habe ich eins. Super. Ja, ich nehme die Wahl an. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Gut, ja, machen wir zügig weiter. Und zwar jetzt kommt der lilane Stimmzettel Nummer 12. Wir haben zwei Kandidaten, dasselbe Prozedere. Ihr könnt ankreuzen Wahlvorschlag 1 oder Wahlvorschlag 2 oder beide oder keinen. So, jetzt brauchen wir nochmal die Wahlhelfer. Darf ich kurz mal was? Auch hier bitte nochmal ein kurzer Hinweis. Unsere Geschäftsordnung sieht Folgendes vor. Da wir zwei gleichartige Ämter zu besetzen haben, bedeutet das jetzt, dass wenn beide Bewerber über 50% erhalten, beide gewählt sind. Ja? Ja, ist das klar? Gut. So, ich sehe zwei offene und eine geschlossene Urne. Und ich bräuchte hier noch einen Wahlhelfer, einen übriggebliebenen. Da habe ich. Ihr seid zwei, da sind zwei. Und da vorne, jetzt sind die Wahlhelfer komplett. Die Urnen sind offen, ihr seht, sie sind leer. Dann bitte ich die Wahlhelfer, die Urnen jetzt zu schließen. Und liebe Versammlung, ich eröffne den Wahlgang Nummer 12 jetzt.
Wenn ihr noch eure Stimme abgeben wollt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Okay, dann schließe ich den Wahlgang in 3, 2, 1 und ab. Meine Damen und Herren, liebe Piraten, wir haben einen Gewinner. Und zwar die 86 21 52. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, ich habe einen Stimmzettelblock, aber ich komme gar nicht aus dem LV und ich darf auch nicht abstimmen. Die 86 21 52, wenn sie nochmal abstimmen möchte, dann kann sie sich ihren Stimmzettelblock hier abholen. Ansonsten müsst ihr ja neu akkreditieren. So, wir machen jetzt weiter und das bedeutet, wir kommen jetzt zur Schiedsgerichtsverhandlung.